Auf ein neues, eine andere Folge von Pokémon Schwert. Im letzten Part war wieder Kampfpartzeit, es kam ja sofort die nächste Arena. Die nächste wird, denke ich mal, ein bisschen länger dauern, weil wir noch backtracken wollen und so. Ja, die das Ergebnis, Arena, wie ja. immer. Die wird lang dauern. Ja, ja Arena, das nächste Kampf, du weißt schon. Zumindest, über das Ergebnis sprechen wir wie immer nicht. Ihr könnt gerne reingucken, wenn ihr das wissen wollt, wie es gelaufen ist. Aber jetzt geht es erstmal weiter in der Story. Anschaubar. Wie alle unsere Parts natürlich. Hallo. Dein Sieg über Roy war echt beeindruckend gut gemacht. Damit hättest du denn auch die Arena-Challenge bestanden. Da kann ich dir nur gratulieren. Das müssten wir eigentlich feiern, aber dafür bleibt uns leider keine Zeit. Es ist nämlich so... Dieses Licht über Klaus City ist nichts anderes als die finstere Nacht aus der Legende. Dasselbe Phänomen wie damals, also als unzählige gigantische Pokémon in Gala wüteten und beinahe die gesamte Region in Schutt und Asche gelegt hätten. So ist es. Wie wir wissen, ist das Dynamax-Phänomen nur durch die Energie der in der Gala-Region eingeschlagenen Bullensterne möglich. Aber wir Menschen sind bisher leider nicht dazu in der Lage, diese Energie zu kontrollieren. Doch das könnte sich ändern, wenn wir mehr über die zwei legendären Helden wüssten. Das Schwert und das Schild aus der Legende. Sania, Liebes, der Moment ist gekommen. Bitte nimm meinen Kittel. Oha. Oha. Wird die Professorin, man weiß es nicht. Was ist doch noch ein bisschen zu früh, oder, Oma? Ich bin doch noch gar nicht mit meiner Forschungsarbeit fertig. Ich habe noch gar kein Bachelor, was soll das? Und genau deshalb sollst du ihn jetzt haben, damit du deine Arbeit gut zu Ende bringst. Nein. Omi, was ist los? Jetzt, nee, du siehst nur cool aus, du bist die Professorin, Sonia. Das sehe ich nicht ein. Danke. Löse das Rätsel um die zwei legendären Helden, die als Gala vor der finsteren Nacht bewahrten. Find heraus, was wirklich hinter dem Schwert in dem Schild aus der Legende steckt. Das werde ich, Oma. Ich will unbedingt sehen, wie du oder Hopp gegen Delion kämpft. Also überlass den ganzen anderen Kram ruhig mir und geht nach Scott City, okay? Los, ab zum Bahnhof, der nächste Zug fährt bald ab. Oh, das ist ein guter Zeitpunkt. Das werden wir noch nicht tun. Wir gehen jetzt in die Naturzone und erstmal hier natürlich. Pui. Was tun sie? Weiß es nicht. Also schon da können wir jetzt mit unserem Fahrrad sehr viel... Oh, dreh mal deine Kamera nochmal. Hä? Das ist ein krasser Strahl, der eine da. Hä? Ja. Natürlich habe ich krasse Strahle. Strähle. Dann geh da hin, den machen wir zusammen. Ich werde jetzt erstmal gucken, was es hier gibt. Machst du dein Passwort rein. Kraftkoloss. Alter, Schmarotzer. Schmarotzer ist... Alter, wie stark ist Schmarotzer? Schmarotzer ist eine gute Attacke. Dann gucke ich auch mal. Aber je höher dessen Angriff, desto mehr Schaden richtet die Attacke an, aber die steht doch jetzt Stärke 95. Nudler? Ist die dann noch stärker? Nein, ich will Knuddler. Kann das Ding überhaupt Knuddler lernen, ist die Frage. Auch keine Ahnung, ob irgendwann von mir Knuddler lernen kann. Warum kann man das denn nicht vorher gucken? Balz im Kopf. Ja, nur 5 Minuten später. Ja, wird auch so kommen. So, wie viel kriegt man jetzt bei diesem richtig krassen Strahl? 3000, denke ich mal am Anfang. 1000? Also Anfang, ich weiß ja nicht. Normalen Strahl kriegt man 300. Kriegt man jetzt hier 10-mal so viel oder nur? Ich habe bestimmt noch einen krassen Strahl. Ich werde es mal gucken. Warum ist ja auch nur 300? Alter. Ein Skilabra. Wollen sie? Ja, von mir aus. Wie machen wir das jetzt? Wie geht denn das? Plus drücken. Musst du mal drauf gehen und dann kannst du Plus Passwort eingeben, dann einfach Mitspieler suchen und dann sollte ich bei dir beitreten können. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Vielleicht hast du das letzte Mal Fuß gemacht, das warst du nicht im anderen. Ich hab dich ja gesehen. Das Passwort ist an. Und das Fernseher ist auf und ich hab eine Sache. Mitspieler suchen. Oh Gott, nicht da rein. So, dann. Teilnehmen. Easy. Passwort, wissen wir doch. Juten sie sich doch A. Laut.
Ja, mein Gott, so. Feuer sollte ja gegen mich nicht effektiv sein, ne? Nein, das ist neutral. So, dann kannst du jetzt Kampf beginnen. Ja, ja, egal, wenn wir es nicht schaffen, dann ist er so. Machen wir sogar mal zusammen, Dina Wade. Leider ist es kein Giga-Dynamax. Wird's bei Sklapra auch nicht, aber trotzdem. Erstmal cool. Ganz ruhig. Oh, ich habe auch nur Dynakinese, ist ja nicht sehr effektiv. Naja. Mit Geist gegen Geist wäre halt auch blöd gewesen. Ja. Und hat er nicht sogar Schwebe? Ich glaube ja. Ah, der hätte auch Boden nicht gehabt. Scheiße. Probieren wir es so. Los, Giga Rainbow. Du hättest Unlicht haben können. Ja. Ich weiß, was der für Attacken hat. Warum riecht sie gerade so? Dynakinese. Wusch. Ach, du liebes Süßchen. Ui. Oh, Psychofeld. Der Boden fühlt sich seltsam an. Oh nein, Spuk. Nein! Oh, Alter, wir win genau. Das hätte jetzt bestimmt Spiegel okay. Ja. Was sinkt denn? Verteidigung der Mitstreiter sinkt. Was? Ja, sehr schön. Ja, aber der ist doch kein, der ist doch physischer Angreifer eigentlich. Ja. Staune. Das ist erstaunlich. Taucher, oh nein. Warum machen sie nicht wieder mal so denn? Ja, weil ich es noch nicht kann. Ich kann es, glaube ich, nächste Runde oder so erst. Oh, zurückgeschreckt. Dynakinese. Kriegt er seine Schilde? Ach. Wird ja immer besser. Oh, da sind sie. Aha, daneben. Nicht daneben. Papuli! Alter, der Sturm. Inferno. Alles auf dich. Kann ich unter Wasser? Ah. Unter Wasser, ohne Wasser bin, kann das ruhig machen. Wow, warum darf der jetzt? Jetzt war nur, dass der recovered ist. Hm. Ich kann auch das machen, aber... Oh, aber immer dann zwei Schilde weg, das ist gut. Zu dir. Nein, er glutet. Warum? Ja. Tut mir leid, dass ich existiere, ey. Ja, okay, das war's gleich. Alter, wohin genau, du Loser? Hätte ich auch so Mitstreiter kriegen? Nein! Rainbow. Pampuri. Aber warum ist das nicht endentwickelt, soll das? Man weiß es Psycho nicht. Klinge! Du feuerst uns an, dankeschön. Bitte, bitte. Hä? Alter, kaputt jetzt, eingefeuert. Zingt stark. Alter, was geht ab? Wusch. Boah. Ja, ich jetzt noch da, ne? Oh nein, Inferno. Nein, we know. Jo. Und das war's. Hui. Schade. Das war zu erwarten. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, passt schon. Gibt Schlimmeres. Mal gucken. Oh, da, ich habe aber auch einen krassen. Ja, habe ich. Ja. Ich sehe es da hinten schon. Da kriege ich einen Giga-Dynamax. Ich glaube nicht. Ulamelux.
Nein. Oder? Ich dachte, das war, wie heißt das andere Ding? Nein, das war Lamelux. Ich dachte, das wäre die Weidemann von Champignon gewesen. War auch Pflanze Fee, also nein. Hutsasa. Na, war kein Hutsasa. Mein Gott, immer wieder dieser Sandsturm, da sieht man noch nichts. Was soll das denn? Ich weiß doch, dass hier hinten was ist. Erstmal den Typen ansprechen, vielleicht hat er eine coole Attacke. Hallo. Du mir erstmal die VM hier hinten. Ja, da bin ich auch gleich. Aurasphäre. Knirscher, Auras Eisenschädel, Vielender, nee. Giftstreich. Alter, Giftstreich. Nein. Ist die Frage, ist das sinnvoll für dich? Nee, ist es nicht. Kannst du das überhaupt? Den Ball nein. Bringen? Bin mal gespannt. Ist der See da vorne? Ich glaube schon. Ja. Alter, ein Glas Honig. Hani, Hani. Nein. 300 Watt. Nee, geh weg. Komisches Barakiefer. Auch keine Gladi. Fußtritt. Hä, wo waren sie denn? Ich weiß gar nicht, wo sie waren. Hm. Ich gedacht, du warst hier. Kann man sich täuschen. Oh Gott. Dickes Kostor so. Ah. So. Ich weiß aber gar nicht, wo der Jan war. Wo war er denn? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ich mein Fahrrad halt verbessern, aber ich brauche Attacken. Ich habe zum Glück schon zweimal gemacht. Ich habe einmal gemacht. Aber ein drittes Mal wäre schon fein, glaube ich. Hier war doch auch irgendwo Wasser. Och nö. Warum bist du nicht shiny? Was soll das? Finde ich okay. Warum bist du jetzt vorne? Achso, nur von der Arena, glaube ich. Brenner war's. Ja, hier. Kann das mal aufhören, bitte? Danke. Habe ich auch Fußtritt. Hä? Hast du da noch eins oder ist das dasselbe wieder? Das Leuchten. Hä? Darf man das doppelt machen? Das kann ich theoretisch mal probieren, ja? Warum sollte es wechseln? Du dachtest, man verkackt, hat man verkackt. Das hast du doch sogar schon mal am Anfang. Und hast es dir nicht gemerkt. Hier gab es noch einen ganz krassen Bereich hier drüben. Da warst du, glaube ich, noch gar nicht. Wir machen natürlich erstmal alles hier in dem Bereich und dann gehen wir in das erste Gebiet zurück. Aber hier gab es halt hier dieses ganze Gebiet da drüben. Da kommen wir dann sonst gar nicht hin. Dann gehe ich da gleich hin. Aber wo war der? Wo hast du jetzt die andere TM her? Weiß es nicht. Das ist natürlich ein Problem, wenn man das nicht weiß. Ja. Vor allem auf den Routen gibt es halt auch überall so Sachen, wo du surfen kannst, theoretisch. Oh, hier. Guck mal, was bei mir der krasse Strahl ist. Langsam, aber sicher. Dunkelklaue. Ja, das freut mich. Das habe ich schon. Hä, wo waren sie denn dann? Ich bin sehr verwirrt, muss ich sagen. Labras. Oh Gott. Lass mich durch. Cascade. Alter. Frage ist, kann der Cascade lernen? Man weiß es nicht. Haben sie sich nicht informiert? Scheint nicht gut genug. Alter, eine Triperle. Richtig krasses Ding.
Oh, Kaktu. Allein Fokus, gut. Oh, wahrscheinlich. Ich denke jetzt gefühlt bei jedem Pokémon, was ich sehe, dass es shiny ist. Funkelstein. Eisstein. Blattstein. Wasserstein. Donnerstein. Feuerstein. Oh, die Tasse. Die Teetasse. Leuchtstein. Es hat aber keine Giga-Dynamax-Form. Die hat sie auch nicht. Den habe ich sie auch nicht. Oh Gott, hat jetzt der Sound überlappt. Yes. Können Sie jetzt mal wenigstens ungefähr sagen, wo Sie da waren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. War das hier oder war das in einem anderen Gebiet? War vor der Brücken auf jeden Fall. Offensivweste. Okay. Werde mich mal aufmachen. Auf die Suche. Allein vor die Probe. Hallo. Warum bist du nicht shiny? Weiler. Hättest du willst jetzt auf einmal alles in shiny haben. Sieht schön aus. Auch komisch, dass ich ein Pokémon getauscht habe, obwohl ich gar keinen shiny im Team habe jetzt. Ja. Irgendwo. Ach, was ist das denn? Brandstempel ist die Attacke, die ich habe. Den Rest brauche ich nicht. Ach. Aber ich krieg so einen Hut ins Team oder so. Auch Milch ist doch ein guter Satz für dein Dings da, oder? Nee. Ich habe immer gedacht, das wäre Psycho. Ist es aber nicht. Nein, ich bin volle Kanariehorn reingerast. Hey, du bist ja jetzt doch schon in den anderen Gebiet. Bin ich jetzt schon die ganze Zeit oder vor war ich halt nicht? Ja, ich dachte, wir. Also hast du das auch in dem anderen Gebiet gefunden oder was? Jetzt bin ich verwirrt. Das war in dem Gebiet, wo du noch bist. Ja, aber warum haben sie das denn hier nicht abgeschlossen jetzt? Gehen sie einfach. Weil ich das nicht wusste, dass da noch was anderes ist. Ja, es war ein großes, das ist ein richtig krasses Secret hier. Hab ich das nicht gesehen? Alter, sie sind auch kein guter Secret-Finder. Ich muss jetzt mal so ganz offen und ehrlich sagen, es geht so nicht. Das wird zur Anzeige gebracht. Ruf's doch. Ist schon passiert. Sieht man eigentlich diese Seen und diese Wässer? Was, diese Wässer? Nee, und die Karte ist ja so undetailreich. Ach, du liebes Lieschen. Guck ich mir nie wieder an. Na, spätestens wenn du wieder Flugtaxi nimmst, schon. Ja, nee, da gucke ich sie mir nicht an. Da gucke ich auf die Karte. Oh, jetzt kriege ich schon wieder hier Tüte Gemüse, ey. Ich will keine Tüte Gemüse. Was soll das denn sein? So kein Wasser mehr. Bin verwirrt. Ach du blödes Vieh. Hat dir nichts getan, lass das. Doch, es ist nicht in mich so reingelaufen. Es hat richtig fiese Dinge getan, dieses Vieh. Das heißt ja schon Felilu. So heißt es. Darf ich jetzt mal gehen? Juhu! Haben wir hier auch wieder irgendwas Krasses? Wahrscheinlich nicht. Bedauerlich. Du denn? Ach, das ist das Vieh. Kenne ich doch gar nicht. Hier sind schon wieder Glanas. Glanis. Psychoschock. Erdkräfte. Ja, ich habe jetzt Erdbeben. Zauberschein. Willst du mich verarschen? Ich habe doch Zauberschein schon noch, Mann. Auch eine physische Fehlattacke, keine Spiele.
Ja, okay, mach halt noch mehr. Boah. Garadosen, Hilfe. Die Garadosen sind los. Ah. Ist schon wieder viel zu viel Sandsturm hier. Guck, da haben sie es auch, dieses Mistvieh. Jo. Geht so nicht. Das lasse ich nicht weiter hier. Das akzeptiere ich nicht. Wo war denn die? Ach, hier ist die Insel. Komme ich da runter? Oh, jetzt muss ich hier wieder. Noch ein Garados. Hallo. Alter, Fletiamo. Was machst du? Was denn? So. Was haben wir hier? Alter, Luftschnitt. Einfach mal Luftschnitt. Kann eh keiner lernen von mir. Oh, ein saurer Apfel. Ich will was googeln. Als ob es ja auch einen sauren Apfel gibt. Ne? Aber nicht der süße. Sag ich ja, dass es die hier auch gibt. Ja, aber du kriegst ja nicht den süßen. Und normalerweise ist das einmalig. Kann keiner lernen, natürlich nicht. Meine Güte, ich krieg hier was ins Auge. Ist hier noch was anderes? Palm. Das bringt ja nichts. Nein! Oh. Das Kamalm können wir schnell machen. Na, wenn sie sich da nicht so sicher sind. Und ein paar also, Leute, die sonst was für Legis kriegen, die mit reinkommen und dann ist easy. Und jetzt kommt so einer mit Tito. Guck mal, sie haben nämlich keine Freunde. Doch. Man will es nicht mal den Countdown ablaufen lassen. Oh Gott, was passiert hier? Gehe ich noch einmal dahin und gucke, wo das sein kann und dann würde ich sagen, was das? Okay. So, also erstmal eben war ich gemutet. Deswegen, ja, kam keiner mehr, deswegen habe ich aufgehört. Und jetzt gehen wir hier nochmal kurz. Stelle hier ab. Weil hier kommt man auch noch nicht hin und dann. Ab wann hast du denn die Aufnahme da abgebrochen? Nämlich genau, wo ich zurückgedrückt habe. Da habe ich denn. Also. Ja, weiß ich nicht. Das ist ein ganze drin gelassen, dass du keine Freunde hast. Den Spruch habe ich drin gelassen. Das war kein Spruch, das ist eine Tatsache. Na, dann geh weg. Freunde ist die Mehrzahl, mein Freund. Ja. Nein, nein. Ich glaube, ich weiß es. Muss doch noch meine Movesets optimieren. Weiß nicht, was ich tun kann. Nein, die dürfen nichts optimieren. Halt du deinen Mund. Was denn? Mach deinen scheiß Ablogger raus. Nee. Ja, es ist unfair. Es ist nicht unfair. Was ist denn unfair, wenn es Pokémon spielt? Nächstes Mal, wenn wir das Spiel spielen, nehme ich einfach 5 von diesen Viechern rein. Dann viel Spaß, irgendwas zu machen. Nee, das ist ja gegen die Regeln. Du kannst ja nicht fast gleiche Pokémon nehmen. Kann ich. Nein, 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 das geht nicht. Das ist ja schon wieder lächerlich. Das ist ja eindeutig die Taktik von den Pokémon. Was soll ich denn machen? Eine andere Taktik verfolgen. Nee. Ich glaube, die ist schon ganz gut. Kein Mensch, der eine gute Taktik hat, würde die ändern, also. Bleib Risiko ich. Eingehen willst. Risiko, Alter. Ich habe genug Risiko gehabt, damit das. Ich darf nicht über die Siege reden.
schon in den Engel getrieben hattest. Haben sie dir alle Steine eingesammelt? Ach, Steine. Glitzerkram ist mir nur egal. Da waren so viele Steine, Jan. Verrückt. Ja komm, ich habe durch dieses doofe Ausbuddeln genug Steine gefunden. Ja okay, aber das ist ja nicht onscreen gewesen. Ist es? Ja, ich muss auch mal hier bei ganzen EPs gucken, was meine Teammitglieder lernen können. Macht uns gar keinen Sinn, lang zu gehen. Wäre natürlich schlecht. Jo, dann waren wir jetzt, glaube ich, denke ich mal, überall. Haben alles gezeigt, vielleicht kommen wir später nochmal hierher. Gerade werden wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen kämpfen und leveln und Sachen farmen. Aber das muss dann ja nicht in die Aufnahme. Deswegen hoffe ich, euch hat auch diese Folge gefallen. Schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.